Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, heute ein großer Tag und zwar unser Peugeot E208 wird übergeben. Nach über 250 Tagen, nachdem wir ihn bestellt haben, bekommen wir heute. Heute ist die Auslieferung richtig spannend für uns. Wir konnten heute Nacht kaum schlafen. Daniela kriegt heute ihr neues Auto. Wir werden uns die Ausstattung anschauen und wir werden uns die Farbe anschauen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird mal wieder richtig spannend. Bis gleich. So, Daniela bekommt ihre Unterlagen. Ist schon ganz aufgeregt. Ne? 4 Jahre Ioniq ist vorbei jetzt. Jetzt ja. Neues Zeitalter Peugeot. Dann haben wir hier die Zulassungsrechnung. Das ist jetzt die Zulassung, die Kennzeichen, die Abmeldung vom Ioniq und die Umweltplakette. Ja. Genau. Das ist übrigens der Esser, unser netter Verkäufer. Gell? Und der wird heute die Übergabe machen für den Peugeot E208. Genau. Die Farbe verraten wir noch nicht, Ausstattung verraten wir auch noch nicht. Ich filme mal kurz darüber. Da ist der gelbe und dahinter steht er, noch verschleiert. Also, bis gleich. Dann gibt es einen Blumenstrauß. Ne? Ja. Toll. Wie viel das Auto ist es jetzt? Schon einige, gell? Elektro, ja. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Genau. Da draußen steht der Ioniq. Wie lange hast du den Ioniq jetzt gehabt? 4 Jahre. 4 Jahre und hat wirklich gute Dienste getan. Rüdi, packen wir mal hier neues Auto aus. Ach du meine Güte. Wenn Sie möchten, gerne, ja. Ja. Das so, die von hier, ich von da. Oh, in Rot. Muss mal schauen, ob ich den da drauf kriege, zeitlich. So, also das ist jetzt, wir sagen aber noch nichts über die Ausstattung. Ich laufe jetzt einmal rum und wir haben also hier die großen Felgen drauf. Und er ist ja jetzt mal die Ausstattung. Was haben wir hier? Also wir haben jetzt hier den E208 in der GT-Version. GT, das sieht man jetzt hier nochmal. Was heißt jetzt GT nochmal? Weil es ist ja nicht jeder so... Das ist die höchste Ausstattung, die Sie bekommen können beim E208. Genau. Die hat also Top-Ausstattung, hat auch besondere Sitze dann nochmal dabei. Ganz genau. Die können wir uns dann auch nochmal anschauen. Mhm. Hat jetzt auch das E-Zeichen an der Seite hier etwas anders, gell? Ja. Ja. Und hier seht ihr dann auch nochmal die Farbe. Also die kommt schon richtig schön raus, auch die Kanten. Hier auch dieses schwarze, wie nennt man die Radkästen, gell? Genau. Richtig schön gemacht. Wir halten also hier die Hygienevorschriften ein für euch da draußen. Wir haben also Maske an und wir wollen euch aber trotzdem heute diese Präsentation eben nicht vorenthalten. Und auch die Front nochmal, vielleicht hier auch nochmal. Was ist jetzt Besonderes an dieser GT-Front? Was mir jetzt persönlich gefällt, ist halt dieses rot abgesetzte in Wagenfarbe im Grill drinnen. Sieht richtig klasse aus. Können wir ja dann draußen nochmal einen kompletten filmen. Was haben wir überhaupt für Kennzeichen? Oh! Auch hier mit den Lichtern dann. Klasse. Wir haben jetzt hier noch Sommerreifen drauf. Ups. Wir werden dann das Fahrzeug wieder mit Allwetterreifen bestücken, wie wir es eigentlich bei allen Fahrzeugen machen. Ihr habt da dann auch eure Ladebuchse und auch die Lichter hinten. Richtig schön das Fahrzeug. Ich werde euch oben dann nochmal verlinken, das Video, wo wir uns entschieden haben zwischen 4 Fahrzeugen. Das verlinke ich euch oben dann rechts nochmal. Und das war auch der Grund, warum wir dieses Fahrzeug genommen haben. Dann haben wir jetzt hier Verbandskasten, Warnblenden, Warnweste, alles in einer Tasche mit drin. Sie haben jetzt hier auch nochmal ein Ladekabel mit dabei in der Tasche. Das haben wir jetzt mal verpackt gelassen, weil ich glaube, das ist jetzt, hier können Sie über die Steckdose laden. Das ist Steckdose. Genau. Das heißt, wir brauchen noch einen Typ... Zwei Kabel? Ganz genau. Der hat ja jetzt schon die 11 Kilowatt Lade AC. Richtig, Sie haben hier, genau. Das ist der Vorteil jetzt zu den ersten Modellen, wo ich ja ausgiebig Probe gefahren bin, dass der hier dreiphasig laden kann. Genau. Also 11 kW. Das ist natürlich schon ein Vorteil, gerade wenn ich irgendwie mal einkaufen bin und habe nur die Möglichkeit AC zu laden, ist 11 kW natürlich schon wesentlich schneller, gell? Ja. Und das Kabel bekomme ich bei Peugeot im Zubehör?
Das kriegen Sie auch aus dem Zubehör. Gut, also das werden wir wahrscheinlich noch ordern müssen dann. Ne? Okay, also Kofferraum ist wirklich ausreichend, wie man hier sieht. Da kriegt er schon einiges unter. Getönte Scheiben hat er jetzt serienmäßiger, gell? Das hat er jetzt serienmäßiger. Genau. Das sieht halt bei dem Rot auch richtig schön aus. Da wirkt es halt richtig schön. So, und jetzt kommt er auch noch. Der hat jetzt CCS, oder? Der hat CCS. Das heißt, man kann schnell laden. Weil wir müssen immer davon ausgehen, dass nicht jeder sich so auskennt mit den Elektrofahrzeugen. Deswegen frage ich da jetzt eher etwas einfacher, nicht wundern. Aber wir haben halt auch viele Zuseher. Also ich kann hier, nein, also ich, wenn Sie jetzt Ihr Kabel anschließen und den Wagen absperren, dann fängt er ja das Laden an. Und während dem Ladevorgang können Sie das Kabel nicht abziehen. Abspannen, wenn ich drin sitzen bleiben möchte. Was mache ich dann? Dann können Sie drin sitzen bleiben, das ist kein Problem. Muss nicht abspannen. Er fängt trotzdem das Laden an. Genau. Nur wenn jetzt gesperrt ist, also wenn Sie jetzt das Kabel nicht ziehen können, dann müssen Sie diesen Knopf hier drücken, dann entsperrt er. Das Schloss. Genau. Okay. Und Sie können das Kabel abziehen. Aha. Oder Sie starten das zeitversetzte Laden. Also Sie können ja innen in den Bordcomputer eine Vorgabe geben, wann er das Laden anfangen soll. Okay. Wenn Sie das Kabel anschließen, drücken Sie diese Uhr und starten das zeitversetzte Laden. Und dann gehe ich normal weg? Sie gehen normal weg und dann, wenn es soweit ist, wenn er laden soll, fängt er das Laden an. Das ist immer interessant, wenn jetzt jemand zu Hause nicht den Tagstrom benutzen möchte, sondern den Nachttarif. So. Nutzen möchte zum Beispiel, dann können Sie einstellen 22 Uhr laden. Starten, drücken Sie hier drauf, dann leuchtet das hier blau und um 22 Uhr fängt das Laden an. Das alles können Sie natürlich auch über die App bedienen. Genau. So. Dann jetzt sind wir natürlich gespannt, was hat er für Sitze drin? Das ist ja auch so ein gewisser Highlight. Vielleicht mal kurz erklären und ich zeige euch mal die Sitze. Wir haben jetzt hier die Alcantara-Ledersitze, zweifarbig, auch mit den blauen und grünen Nähten. Diese gibt es exklusiv nur für die GT. Nur die GT, ja. Das war auch für uns der ausschlaggebende Grund mit, zum einen die Sitze, weil die dann nochmal einen Tick schöner ausschauen, finde ich. Ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau, sind wir mal ehrlich, weil die mittlere Ausstattung ist auch schon gut ausgestattet, die Line, aber GT ist halt dann nochmal so, nochmal ein Tick exklusiver, genau. So, ich hole mal kurz den Schlüssel raus und zeige Ihnen mal das Absperren. Sie haben jetzt hier das Keyless Plus drin, das heißt, wenn Sie die Tür zumachen und den Schlüssel dabei haben und sich vom Wagen entfernen, versperrt er sich automatisch. Da hören Sie ein Piepsgeräusch und dann ist er abgesperrt. Mhm. Wenn Sie sich dem Wagen nähern, macht er auch automatisch auf. Sie müssen nur den Schlüssel dabei haben. Sie müssen gar nichts machen. Okay, also nicht mehr drücken irgendwie? Müssen Sie nicht unbedingt? Ach, man könnte das. Das geht hier, also wenn Sie jetzt dieses Entfernen, also dieses Keyless System Plus nicht benutzen möchten, können Sie das ausschalten und dann können Sie das normale Keyless verwenden. Dann sperren Sie hier ab, wenn Sie vorne drauf drücken, macht er jetzt, und sperren auf, wenn Sie reingreifen. Diese Funktion hat ihre Grenzen, wenn es regnet und wenn es gefroren ist. Dann kann es sein, dass die Sensoren die Körpertemperatur nicht erkennen. Ja. Dann haben Sie aber immer die Möglichkeit, hier auf und zu zu sperren. Beziehungsweise durch das Entfernen und Nähern macht er sowieso auf und zu. Okay. So, bitte sehr. Was nehmen wir? Ja. Ich glaube, du musst das Sitze ein bisschen hinter tun gehen. Genau, die Sitzverstärkung haben wir da unten. Die Sitzhöhe haben Sie jetzt hier seitlich, da können Sie hoch und runter pumpen. Ja, das muss man wahrscheinlich ein bisschen üben, gell? Ah, da geht noch einiges runter, gell? Ja. Aha. Also sie sitzt immer ganz tief. Aus Erfahrung, ne? Immer am besten ganz unten sitzen. Ja, Wahnsinn, geht der tief. Der geht noch ganz weit. Man kann dann auch vor, zurück natürlich. Lenkrad, wie ist das jetzt einstellbar? Das können Sie jetzt Höhen und Tiefen verstellen. Dazu haben Sie die Entriegelung hier. Einmal kurz anziehen. Und dann können Sie es einstellen, jetzt, wie Sie es brauchen. Zieh mal an, das, genau, dass wir es sehen. Das Lenkrad durch. Genau, hier hat man halt das Vorteil der Kurvenfahrt und so weiter, dass das Lenkrad nicht mehr kann. Gut.
Genau, genau. Zurück in die Spur. Also er ist generell an, wenn ich ihn deaktivieren möchte, hier drauf. Hier drauf, genau. Speichert es das, wenn ich das Fahrzeug... Nein, wenn Sie den nochmal neu starten, ist es wieder aktiviert. Genau. Okay. Ja. Dann haben wir hier noch den Lane Assist. Den können Sie hier einschalten. Also auf der Autobahn 130. Mhm. Tempomat ist eingestellt und Lane Assist ist aktiv. Dann leuchtet da vorne ein grünes Lenkrad und der Wagen hält sich genau in der Mitte von der Spur. Das heißt, wenn die Straße Kurven macht, nimmt ihr die Kurven mit. Okay. Hat für Sie den Vorteil, Sie könnten fast die Hände vom Lenkrad nehmen und der Wagen lenkt für Sie. Aber wenn Sie lang genug die Hand nicht am Lenkrad haben, dann piepst er. Sorgt aber für entspanntes Fahren. Mhm. Was ist das dann, teilautonomes Fahren? Das ist schon, das geht schon in Richtung autonomes Fahren. Genau. Gut. Wie gesagt, aber nur in Verbindung mit Tempomat. Ja, Spur hat es immer aktiv, Lane Assist nur mit Tempomat. So, jetzt piepst du einmal auf, vorne erscheint ready, das heißt, der Wagen ist jetzt fahrbereit. Jetzt zeige ich Ihnen mal den Tempomat hier, der ist jetzt komplett ausgeschaltet. Wenn Sie jetzt dieses Drehrädchen mal einmal nach oben drehen, also hier, das da, das können Sie von vorne und von hinten bedienen, genau. So, jetzt haben Sie den Begrenzer aktiviert, da steht jetzt Begrenzer in Pause 160. Ah, da, ja. Genau. Hier können Sie dem Wagen Höchstgeschwindigkeit geben. Und egal wie viel Gas Sie geben, der Wagen fährt nicht schneller wie die eingestellte Geschwindigkeit. Dazu haben Sie an dem Hebel hinten waren zwei Knöpfe übereinander. Oben ist Plus, unten ist Minus. Da können Sie jetzt Ihre Wunschgeschwindigkeit einstellen. Wenn Sie gedrückt halten, spielt dann 5 Schritte. Genau. So, jetzt nehmen wir an, Sie wollen jetzt 135 km/h einstellen. Jetzt drücken Sie hier außen drauf. So, jetzt haben Sie den Begrenzer aktiviert. Wenn Sie jetzt losfahren, können Sie Vollgas fahren. Der Wagen fährt aber nicht schneller wie 135. Genau. Drücken Sie hier außen wieder drauf, ist die Gruppe aktiv. So, wir haben jetzt hier die Radiooberfläche. Sendersuchlauf, wenn Sie starten möchten, können Sie das hier machen. Vorwärts und rückwärts. Wenn Sie auf Favoriten tippen, erscheint hier der Senderspeicher. Da können Sie Ihre gespeicherten Sender durchschalten. Mhm. Auf Liste erscheint eine Liste mit den ganzen Radiosendern, die Sie im Moment empfangen können. Das ist das hier. Das ist das da, genau. Mhm. Hier auf Medien können Sie wieder umschalten von Radio auf USB oder Bluetooth. Mhm. Oder DAC. Das ist dann das Gleiche. Ja. Genau. Wenn Sie, wir sind jetzt gerade im FM-Antenne. Wenn Sie jetzt einen schlechteren Empfang bekommen sollten, schaltet er automatisch auf Digitalradio um. Und macht dann Antennen digital weiter. Mhm. Okay. Also wir sind jetzt hier, wenn Sie jetzt mal auf diesen Knopf drücken, dann haben wir die Klimaautomatik. Ich kann jetzt hier mit dem Pfeil hoch und runter die Temperatur einstellen. Genau. Automatik ist aktiv, also er reguliert automatisch auf die eingestellte Temperatur. Mhm. Können Sie natürlich auch manuell bedienen. Mit Plus und Minus kann man die Gebläsestärke verändern. Genau. Schön. Ah, aber das war gerade anders optisch. Ja, wenn die Automatik aktiv so, ist, Automatik. Dann sieht es so aus. Ne? Dann wissen Sie Automatik. Mhm. Ne? Genau. Und AC? Das ist Klima, die Klimaanlage, ist die ist jetzt eingeschaltet. An, weil sie blau ist? Ja. Mhm. So, ist der Balken weg, jetzt ist er aus. Genau. Dann haben wir hier, können Sie manuell einstellen, wo das Gebläse hinfährt. Also oben,
hier oder so. Muss ich dann auch blau hinterlegen, ne? Genau. Genau. Ja. Jetzt kommt es nur hier vorne, aha, ansonsten in der Automatik kommt überall. Er nimmt auch zwei zusammen? Ja. Jawohl. Er nimmt auch drei zusammen. Okay. Genau. Jetzt, wenn Sie mal hier auf Optionen gehen. Was, noch eine kurze Frage, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Scheibe? Oder? Scheibe, genau, vorne. Und das ist hier. Ja. Genau. Außenspiegel, Einklappsperre ist jetzt deaktiviert. Das heißt, jetzt, wenn Sie den Wagen absperren, klappen die Außenspiegel ein. Und wenn Sie diese Einklappfunktion nicht haben wollen, dann können Sie hier diese Einklappsperre einschalten. Dann bleiben Sie offen. Dann bleiben Sie offen, wenn Sie absperren, genau. Okay, es ist ein bisschen umgekehrt, ja. 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 Na, dann lassen wir das so. Genau. Dann Heckscheibenwischer beim Rückwärtsgang ist aktiviert. Das heißt, wenn es regnet und Sie legen den Rückwärtsgang ein, wischt er hinten ein. Oh. Okay. Ich sehe schon, ihr habt richtig Spaß. Ja. Das ist, ich glaube, wir können das jeden Tag machen, oder? Das glaubt man gar nicht. Ein Technik. Dann mit dem Pfeil jetzt wieder zurück. Okay. Auf Beleuchtung. So, wir haben jetzt die Nachleuchtfunktion, die ist eingeschaltet. Das heißt, wenn Sie abends nach Hause kommen und Sie steigen aus, bleiben die Lichter eine gewisse Zeit lang an und gehen von alleine wieder aus. Die Zeit können Sie auch einstellen. Wenn Sie jetzt mal da auf diese Rädchen drücken, dann können Sie jetzt in 30 Sekunden eingestellt. Sie können aber 15 Sekunden oder 60 Sekunden gehen. Ich bin eigentlich ja schnell. Okay, 15 Sekunden. Dann kann man hier mit dem Pfeil zurückgehen, dann haben wir das gespeichert. Einstiegsbeleuchtung. Wenn Sie aufsperren, gehen die Lichter mit an. Die Scheinwerfer? Ja. Und hier können Sie auch die Zeit einstellen. Auch wieder mit dem Rädchen. Wenn ich aufsperre, mit dem Schlüssel gehen die Lichter an. Mhm. Ja, oh wow. Genau, es ist grün eingestellt. Hammer. Diese Farben haben Sie zur Auswahl. Hier ist es auch so, das ist jetzt eine Besonderheit vom GT. Die gibt es sogar im GT, diese, dass Sie die Farbe wählen. Das heißt, man kann dieses Ambiente-Licht variieren. Genau. Je nach Stimmungslage. Genau. Stimmungslage. Wow, oh, Hammer. Ja. Schön. Weiß. Oh, machen wir rot. Ja, rot gefällt mir am besten. Das passt zur Farbe. Ja. Rot ist cool. Das geht dann, das zieht sich bis dahinter, gell? Genau. Jetzt können Sie mit dem Pfeil zurückgehen, rot halten wir jetzt bei. Und Sie können jetzt auch die Lichtstärke, also die Helligkeit einstellen. Fahrgas? Ja, Fahrgastraum. Wie schnell ich fahre? Nee. Fahrgastraum soll das heißen. Achso. Fahrgastraum ist noch. Genau. Die sind jetzt auf maximal gestellt, also die scheinen jetzt sehr hell. Mhm. Und wenn Sie das vielleicht abends stören sollte, dann können Sie es auch etwas dimmen. Okay. Ja, muss ich ausprobieren. Also jetzt wird es passen. Genau. Dann mit dem Pfeil zurück. Genau. Können wir nochmal mit dem Pfeil zurück. So. Das Keyless-System ist eingeschaltet, also dieses Keyless-Go. Genau, dieses Keyless-Go. Oder die Geschwindigkeit nicht konstant halten, sondern mal schneller und mal langsamer fahren. Dann geht er davon aus, dass Sie müde sind. Dann gibt es einen Warnhinweis. Genau. Mhm. Also es gibt keine Kamera, die sich hier beobachtet. Ja. Aber du wirst gerade beobachtet. So, dann haben wir Totenwinkelassistent, der ist eingeschaltet. Das sehen Sie in den Außenspiegeln, wenn sich jemand im toten Winkel aufhält. Gut. Verkehrszeichenerkennung ist auch aktiviert, die zeigt Ihnen hier vorne an. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, aber also den Unterschied? Die empfohlene Geschwindigkeit zeigt Ihnen an, welche Geschwindigkeit Sie fahren dürfen. Also wenn irgendwo ein Schild ist und ich fahre Landstraße, zeigt der 100 an? Ja. Mhm. Wenn das Schild kommt, dann registriert er das über die Kamera und zeigt Ihnen auch an, was Sie da fahren dürfen. Mhm. Die Verkehrszeichen erkennen. Er kennt auch Überholverbote, Durchfahrverbote und Einbahnstraßen. Klasse. Ne? Ja. Die zeigt Ihnen auch vorne an. Aber nur diese drei Sachen, also nicht alle Verkehrsschilder, nur die drei wichtigsten. Einbahnstraße. Einbahnstraße, Durchfahrverbot und Überholverbot. Ja. Mhm. Genau. Dann können Sie diese Fernladung auch einstellen, also dieses zeitversetzte Laden einstellen. Ja. Das auch entweder hier oder Sie können es auch über die MyPeugeot-App machen, also direkt von zu Hause aus. Dann Sie können jetzt hier eine Uhrzeit ihm geben, wann er das Laden anfangen soll. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 22 Uhr eingeben,
Dann stöpseln Sie den einfach an der Wallbox an. Mhm. Und egal um welche Uhrzeit, aber erst um 22 Uhr fängt ihr das Laden an. Das kann man hier einstellen. Dann habe ich die Sitzheizung, das ist die Beifahrerseite und hier die Fahrerseite, das sind so Touchflächen über so drei Stufen habe ich da. 2, 1. Genau. Ja. Dann haben wir hier vorne noch Knöpfe. Also wir haben jetzt hier die Heckscheibenheizung. Dann habe ich hier die Windschutzscheibe zum Abtauen, damit die Luft dann direkt nach vorne geleitet und auch verstärkt. Wenn ich die drücke, geht dann gleichzeitig auch AC mit an. Ja. Avionik ist so. Ja. Mhm. Okay. Dann haben wir hier die Zentralverriegelung zum Auf- und Zuschalten. Mhm. Wichtig ist, der Wagen versperrt sich von selber. Sobald Sie losfahren, macht er einmal zu. Oh, kann ich das deaktivieren? Ja, können Sie. Mach mal. Das Auto wird jetzt hier im Prinzip schon vorkonfiguriert. Ja. Genau, es war ein akustischer Hinweis. Dann Warnblinker haben wir AC Max, hier kühlen Sie sehr schnell runter. Off komplett aus, also da schalten Sie die Klima komplett aus. Ja. Das ist die Umluftfunktion, da wird dann die Luft kommen im Innenraum. Belassen, genau. So, dann haben wir hier noch ein Ablagefach. Ja, da hätte ich mal eine Frage. Ja. Und zwar kann ich ja das Handy über Wireless laden. Ja, diese Funktion haben sie aber hier nicht. Geht nicht. Nein, die muss man zukaufen. Die hast du jetzt nicht dazu gebucht. Nein, mein Handy kann das leider nicht. Ach so, aber du wolltest es auch, glaube ich, gar nicht haben, gell? Weil es mein Handy nicht kann. Ach so, also sprich, wenn es Handys könnte, hätten wir es gekauft. Ja. Okay, das war wieder Ansporn an mich. Genau. Ich brauchte ein anderes Handy. Kann man es nachrüsten? Nee. Genau. Ein Wählhebel für das Getriebe, also wenn Sie jetzt den Gang einlegen möchten, wir sind jetzt in Parkposition, wenn Sie den Gang einlegen möchten, haben Sie seitlichen Knopf, den drücken Sie und ziehen den Hebel zweimal nach unten. Dann geht er in D. Macht er jetzt nicht, weil sie die Bremse nicht gedrückt haben. Genau. Und weil er jetzt auch die Zündung ausgeschaltet hat. Es ist nur noch die Zündung, jetzt läuft der Motor quasi nicht. Weil das Rennen nicht mehr da ist. Weil wir zu lange jetzt an einem Punkt standen, ohne loszufahren, dann sagt er, okay. Ist das selber ausgegangen? Ja. Oh. Genau. Aber die Zündung läuft nicht. Zündung wird jetzt noch eingeschaltet. Okay. Ja. Also ich ziehe, also zeitlich drücken, zweimal nach unten ziehen, dann bin ich in D. Und so können Sie ganz normal fahren. Und Sie haben ja auch hier während der Fahrt die verstärkte Rekuperation zur Verfügung. Mhm. Dazu einfach während der Fahrt, ohne was zu drücken, den Hebel einmal nach unten ziehen. Dann geht er in B, das sehen Sie dann da vorne. Da wo jetzt P steht, steht D. Mhm. Und wenn Sie verstärkte Rekuperation haben, steht da B. Und da muss ich was machen? Einfach nur nach hinten ziehen. Während der Fahrt nach hinten ziehen. Ohne was zu drücken. Da der ja keine Schaltlippen hat, muss man das hier über den Wahlhebel machen, gell? Genau. Das ist gut, da gewöhnt man sich auch dran, gell? Ja. Rückwärtsgang seitlich drücken und nach vorne. Genau. Nach vorne bin ich rückwärts fahren. Ja. Okay. Das ist die Umstellung. Ja. Dann, sobald Sie hier oben auf P drücken, geht er in die Parkposition. Oder Sie stellen den Motor ab, dann geht er automatisch in die Parkposition. Also Sie können es nie vergessen, da einen P zu stellen. Der geht automatisch in die Parkposition. Das ist gut. Hm? Genau. Ja. Dann haben wir hier die Handbremse, die ist jetzt angezogen. Dann leuchtet es. Die löst automatisch, sobald Sie ein bisschen Gas geben und anfahren. Dann hören Sie ein summendes Geräusch und dann ist sie aus. Und zieht auch automatisch an, sobald Sie stehen bleiben. Hier ist wichtig zu wissen, dieser Knopf hat auch eine Notbremsfunktion. Das heißt, wenn Sie jetzt unterwegs sind und dem Fahrer passiert was, und der Beifahrer möchte eingreifen, dann kann er hier eine Vollbremsung ziehen. Solange er gezogen ist, bremst der Wagen, lässt er den Hebel los, bremst auch. Dann hört das Bremsverhalten dann auch auf. Ja. Kann man nochmal eingreifen, weil so kann man ja nicht rüber. Genau. Also was früher die manuelle Handbremse? Genau, ist jetzt halt hier. Ist das. Hier kann ich jetzt den Drive Mode einstellen. Also grundsätzlich immer, wenn Sie den Motor starten, ist der auf normal eingestellt. Sie können aber hier auf Eco umschalten oder auf Sport umschalten. Was heißt es, das Eco? Also wenn ich habe da immer so viele Fragen. Reduziert er da die Klimaanlage? Reduziert er die Leistung? Was macht er da genau? Ja, also im Eco-Modus reduziert er die Klimaanlage und die Motorleistung, um die maximale Reichweite zu erhalten. Mhm. Und kann ich dann nur noch eine gewisse Geschwindigkeit fahren, maximal?
Sie können, nein, sie, die Geschwindigkeit ist nicht begrenzt, aber die Beschleunigung ist begrenzt. Das merken Sie. Sie drücken Vollgas, aber der beschleunigt nicht wie gewohnt, sondern langsamer, um einfach Energie zu sparen. Genau. Im Eco-Modus schaffe ich es halt einfach, die maximale Reichweite zu erreichen. Im Sportmodus haben wir das genau umgekehrt. Da haben Sie dann die volle Leistung zur Verfügung. Und dann, das spüren Sie auch bei der Fahrt. Also, die ganze Wagen verändert sich. Also, die Einstellung, die ich will. Ja. Genau. Er startet aber immer im Normal. Ich muss nicht dann jedes Mal neu wählen? Nein. Er immer speichert den letzten, den ich hatte? Nein. Er geht immer im Normal. Immer. Macht auch Sinn, wenn Sie jetzt mal Spaß haben wollten und im Sport gefahren sind und am nächsten Tag losfahren. Und die Oma will dann mit dem Auto fahren, gell? Ja. Und dann wird es gefährlich, gell? Genau. Meistens fährt man ja immer im Normalmodus, außer man möchte jetzt wirklich die Reichweite noch ein bisschen rauskitzeln oder. Normalbuster oder Eco halt einmal ankommen. Genau. Wenn es länger dauert. Wenn es einmal richtig kalt wird oder das Schnee treiben ist, ist das Eco schon gar nicht schlecht, gell? Ja, genau. Hier haben Sie ein Ablagefach, das können Sie einfach aufmachen. Sie können es auch verschieben. Okay, nach vorne hin, siehst du, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber da ist kein Da haben Sie keinen Anschluss, nein, da haben Sie keine Lademöglichkeit. 2000 Kilometer gefahren und wusste das nicht. Eieiei. Ja, man lernt nie aus, gell? Ja, mein Junge. Kann man den Höhenverstellen auch? Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber das ist so eine Standardgröße, die vermutlich jeden irgendwie gerecht wird, gell? Ja. Also, genau. Laden nur hier vorne? Handyladen hier vorne oder hier, also hier geht es auch zum Laden, aber hier geht es halt, also wenn Sie die Musik, können Sie von hier nicht hören. Ja, weil das man ist halt nur Laden. Zu weit unterwegs ist und beide Handys dann laden möchte, halt dann kann man da auch davon. Beide verwenden, genau. So, Handschuhfach. Hat der noch ein richtig klassisches Bedienhandbuch oder gibt es das gar nicht mehr? Das gibt es nicht mehr, das ist alles digital in der App. Genau, das kann man dann in der App danach schauen, wenn man irgendwelche Sachen wissen will. Ist ja auch zeitgemäßer, denke ich, gell? Wer so einen schweren Katalog damit rumschleppen teilweise, wo ich mir denke, für was, gell? Und heutzutage hat jeder Handy, dann macht das schon Sinn. Ja, genau. Die Innenraumbeleuchtung ist eine Touch-Oberfläche. Also Sie können das jetzt ausschalten und wieder einschalten. Die sind jetzt auf Türen eingestellt. Das ging bei jemandem auch nicht. Er ist der Fofi-Effekt. Ich denke, das hat man dann auch raus irgendwann. Ja, es geht aber von selber aus, wenn ich starte, oder? Ja, genau. Jetzt ist es auf Türen eingestellt, deswegen sind die Lichter jetzt an. Sobald die Türen zu sind und sie losfahren, gehen die von alleine zu aus. Dann haben Sie jetzt hier auch einen Notrufassistent mit drin. Also Sie haben, wenn Sie eine Panne haben, drücken Sie den Löwen und halten gedrückt. Dann werden Sie mit dem Pannendienst verbunden vom Peugeot. Drückt ein, ja. Genau. Mhm. Wenn Sie einen Unfall haben, drücken Sie SOS und halten gedrückt. Dann werden Sie mit dem Notruf verbunden. Hier ist wichtig zu wissen, wenn Sie einen schweren Unfall haben und die Airbags lösen aus, werden Sie automatisch im Wagen angerufen. Wenn Sie nicht antworten, gehen die davon aus, dass Sie ohnmächtig sind. Ja. Und dann wird Ihnen auch automatisch der Notdienst dann zugeschickt. Die können Sie lokalisieren. Genau. Ja. Zu wissen. Gutes Tool, ja. Ja. Können Sie auch umstellen. Dazu haben Sie hier dieses Drehrädchen. Also Sie reden jetzt von dem 3D-Cockpit. Mhm, genau, mal kurze Einführung. Und das kann man dann auch umstellen. Sollen Sie jetzt einmal drehen? Ah, ja, genau. Und jetzt haben Sie dann verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Jetzt haben wir auf Energie umgestellt. Mhm. Und jetzt haben Sie halt hier so eine Grafik und sehen den Energiefluss, wie viel Ladung Sie jetzt im Akku haben. Hier ist es auch so, zwei Punkte können Sie selber einstellen, also zwei Auswahlmenüs. Wir haben jetzt hier den Bordcomputer. Sie sehen, der ist auf Trip 1, also auf Tageskilometer 1. Sie sehen links den Tageskilometerzähler, in der Mitte den Durchschnittsverbrauch und rechts die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die ist jetzt alles auf 0 gestellt. Mhm. Jetzt, wenn Sie mal hier drauf drücken, schalten Sie um auf Trip 2, für zum Beispiel zwei verschiedene Fahrer, die da mit dem Wagen fahren. Wenn Sie nochmal drauf drücken, haben Sie die momentanen Werte, dann sehen Sie den aktuellen Verbrauch im KW. Ja, genau. Dann werden Sie weiter drehen. Ja, Personal 1, also wir waren jetzt auf Personal 2, jetzt sind wir auf Personal 1. Hier haben wir jetzt Musik eingestellt, da sehen Sie dann, welche Titel gerade.
und Personal 1 und Personal 2 können Sie individualisieren. Das machen Sie hier, wenn Sie auf diese Rädchen hier drücken. Auf Optionen. Auf Benutzeranpassung. Mhm. Dann haben Sie links jetzt dieses Personal 1, Medien ist gerade eingestellt, mhm, und rechts Personal 2, Bordcomputer ist eingestellt. Da können Sie jetzt mit dem Pfeil hoch und runter sich selber aussuchen, was da angezeigt werden soll. Und okay, speichern Sie das ab. Das ist ein bisschen versteckt, ja. Das hatte ich bei der ersten Fahrt, musste ich da ein bisschen suchen. Mhm. Aber ich denke, wenn man das einmal eingestellt hat und weiß, wo das ist, gell? Das ist eher ein Untermenü dann, gell? Genau. Ja. Das ist ein Untermenü. Ja. Jetzt einfach okay. Ach so. Macht man natürlich auch nicht jeden Tag, gell? So was. Solche Menüs einstellen. Das stellt man einmal ein. Genau, denke ich auch. Und dann muss man das nicht immer gleich griffbereit haben, das Menü. Das reicht, wenn man das dann vielleicht sich im Nachgang dann irgendwie raussucht. Mhm. Macht schon Sinn. Ich habe keine Ahnung, was diese Grafik soll. Ich habe die noch nie benutzt. Also das ist der Müdigkeitsmann, aber was der macht, weiß ich nicht. Genau. Ja, das Auto ist ungemein futuristisch und war auch für uns der ausschlaggebende Grund, warum wir dieses Auto gekauft haben. Schaut euch mal dieses 3D-Cockpit an. Es ist wirklich ein Highlight bei dem Fahrzeug. Hat jetzt auch so kein Konkurrent. Der 2008er hat es ja ähnlich, gell? Und ja, das grenzt natürlich das Fahrzeug positiv ab im Moment. Ganz klar. Und das war auch für uns die Kaufentscheidung mit. Das Cockpit, die Sitze natürlich, jetzt die schöne Farbe. Vielleicht nochmal, was hat jetzt der GT? Ich habe mal im Netz gelesen, dass der angeblich eine breitere Spur hat hinten um 1 cm. Stimmt das? Ist da was bekannt? Gut, Sie haben jetzt die Verbreiterung, also technisch nicht. Ja. Optisch vielleicht mit diesen schwarz abgesetzten, genau, Radkästen. Da wirkt der breiter dann. Der breiter. Mhm. Einfach sportlicher dann nochmal. Mhm. Sportlich ist ja immer gut, oder? Ja. Daniela. Ja. Ja. Genau. Okay. Gut. Beim Innenspiel. So, nach ausgiebiger Erklärung wollen wir uns nun vorne nochmal im Motorraum reinschauen. Hier anziehen. Mhm. Für vorne ist wichtig zu wissen, hier können Sie Scheibenverschluss auffüllen. Kühle Ausgleichsbehälter haben wir da. Ansonsten sollte man da auch nicht hinfahren. Mhm. Das sind ja diese orangenen Kabel in der Regel, gell? Genau. Die ja dann diese ganze Starkstromschicht dann auch, also wirklich für einen Laien dann da nicht hinfassen, gell? Ja. Ganz wichtig. Wirklich zur Fachwerkstatt dann auch gehen. In dem Fall jetzt hier für uns relativ naheliegend Hersbruck, ist ja nicht weit weg von uns. Mhm. Und wenn da jemand in der Nähe jetzt wohnt und sagt, Mensch, genau dieses Fahrzeug möchte ich haben, dann geht zum Autohaus Dannhäuser und er besorgt euch das Auto. Ich hoffe nicht ganz so lange wie über 250 Tage. Da muss man ihn aber ein bisschen entlasten, weil das war ja doch Corona bedingt. Ansonsten wäre das Auto sicherlich früher gekommen. Und vielleicht mal kurz ansprechen, wie sind denn aktuell die Lieferzeiten? Also im Moment garantieren wir eine Lieferung noch im 2020, ja, wenn Sie jetzt neu bestellen. Genau, wir haben dann auch die Mehrwertsteuer, die wir ersparen. Ganz klar, das ist ja ganz, sind ja auch bei dem Wagen, der kostet jetzt ein paar Euro hier, durchaus vierstellig kann das ausmachen. Das haut hin. Ja, und das sollte man doch überlegen, dass man sagt, Mensch, vielleicht mache ich meinen Kauf heuer noch 2020 und die Mehrwertsteuer dann auch mitzunehmen. Gerade bei einem etwas hochpreisigen Fahrzeug macht das durchaus Sinn, meiner Meinung. Wir haben jetzt auch natürlich den erhöhten Umweltbonus, den man von der BAFA noch mitnehmen kann. Genau, das kommt auch noch dazu. Der ergreift bei uns natürlich jetzt auch. Freuen wir uns riesig. Und dann so ein echt tolles Auto zu bekommen. Ja. Ist auch schön gemacht hier mit der Abdeckung. Das ist nicht bei jedem Fahrzeug so. Ich fahre doch ein, zwei Fahrzeuge mittlerweile, bin ich schon gefahren. Und die meisten, die legen da keinen Wert mehr drauf. Auf hier jetzt hier so eine Abdeckung zum Beispiel. Hier mit dem Peugeot, das ist schon ganz gut gemacht. So, nun wird das Auto nach außen bewegt, das erste Mal. Ihr seht auch die schönen Lichter vorne. Und da ist das gute Stück. Jetzt fährt es raus.
Ihr hört also das Fahrgeräusch. Das ist ja mittlerweile Vorschrift. Und da seht ihr hier auch die schönen Lichter. Dann laufen wir noch einmal rum. Das ist schon schön, so ein richtiges, wie nennt sich denn die Farbe, Herr Esser? Also die nennt sich Elixierrotmetallic. Elixierrotmetallic, okay. Gab es auch immer eine Zeit lang auf der Website nicht mehr, habe ich gesehen. Ja. Wird wahrscheinlich dann eher eine seltenere Farbe werden dann dadurch. Das ist schon vermutlich. Was ja. Ja. Also haben wir wieder einen richtigen Riecher gehabt, glaube ich. Wir wollen ja immer Fahrzeuge, die nicht jeder hat. Das ist uns schon immer wichtig. Also wir haben uns jetzt auch bewusst ein bisschen verkleinert. Daniela hat gesagt, sie will jetzt mal ein kleineres Fahrzeug fahren. Preislich ist jetzt gar nicht mehr so viel um. Das Fahrzeug kostet ja auch, glaube ich, knapp 35, gell, irgendwie neu. Also ihr kriegt natürlich dann die Förderung, das ja mittlerweile fast bei 10.000 Euro ist. Und dann ist die Sache schon attraktiver. Vorne jetzt die Besonderheit nochmal, das hat ja vorhin der Esser auch betont, hier nochmal diese roten, im Kühlergrill diese rotfarbigen, ja, wie nennt man jetzt dieses Rot hier? Was hat das? Rot abgesetzt. Abgesetzt nochmal, gell? Das wirkt dann von der Seite, wie wenn der geschlossen wäre, gell? Finde ich schon raffiniert gemacht. Und der Highlight ist natürlich das Licht, gell? Diese Säbelzahnartigen nach unten, das fällt schon auf. Also, das haben jetzt auch viele Modelle schon bekommen, gell? Ja, das ist das neue Markengesicht jetzt vom Peugeot. Das wird jetzt nach und nach durch alle Modellpalette. Mhm. Gut. Und Daniela, was sagst du? Wie gefällt dir das Auto? Ich bin begeistert. Ja? Schöner wie gedacht. Stell dich doch mal neben das Auto. Live ist das schon immer was anderes. Ja, steht auch gut. Du kannst ja noch einmal für die YouTuber da draußen, wir haben ja sehr viel mit dem Fahrzeug da drüben gemacht, mit dem Ioniq. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein tolles Auto. Wir möchten uns aber, also du möchtest dich jetzt mal verändern und du darfst für die YouTuber da draußen vielleicht noch einmal das Auto streicheln, den alten. Zu guter Letzt. Tschüss, Dank. Verabschiede dich mal von deinem Ioniq, der hatte ich jetzt 4 Jahre begleitet. Ja, Spitzenauto, zuverlässig, ohne irgendwelche Probleme. Ja. Immer treu gewesen. Aber du möchtest dich jetzt verändern, wie gesagt, 4 Jahre war jetzt eine lange Zeit und jetzt ist ein neuer Abschnitt und ich hoffe, der Wagen kriegt einen guten neuen Besitzer. Er wird ja auch ins Netz gesetzt, denke ich. Ja. Ab wann kann die Community den Wagen anschauen im Netz? Ab nächste Woche. Mitte dieser Woche wird er schon okay. Online sein. Das heißt, wenn da draußen einer ist, der genau dieses Fahrzeug will, er hat jetzt auch ganz Besonderheit. Es ist der einzige, einer der wenigen in Deutschland, die 17 Zoll vom Hybrid eingetragen haben, ganz wichtig. Und sonst immer Kundendienst gemacht. Und wenn ihr an dem Auto jetzt Interesse habt, könnt ihr den natürlich gebraucht beim Herr Esser jetzt hier in Herzburg dann auch mal auf der Website noch mal anschauen oder bei Mobile, denke ich, ist er dann auch genau, drin. Genau. Wenn aber der Ioniq für euch nichts ist und wir ködern euch heute mal auf den Peugeot, dann wendet euch doch hier an das Autohaus und ihr kriegt auch, ihr kommt auch in den Genuss, wie die Daniela heute, für den schönen Peugeot 208 als Elektroantrieb und jetzt auch noch Besonderheit als GT-Version, was nicht alltäglich ist, kostet dann auch zwar ein bisschen mehr, aber ich denke mal schon, die Investition wird sich über die Jahre, gerade mit den Sitzen, mit der Optik, schaut euch mal das Heck an. Das ist einfach ein Sahnestück. Und Daniela, ich muss sagen, das steht dir wirklich gutes Auto. Und ich hoffe, du hast viel Freude damit. Ja, ich freue mich schon auf die erste Fahrt. Genau. Okay, dann denke ich, sind wir soweit durch. Und dann sagen wir herzlichen Dank. Herr Esser, nochmal vielen lieben Dank für die tolle Präsentation. Und ich habe ja da hinten mit dem Blauen auch schon ein paar Sachen gemacht, auch mit dem 2008er. Den kann man jeweils bei euch auch Probe fahren, ganz wichtig. Alle Fahrzeuge stehen. Genau, einfach anrufen bei euch, ganz unkompliziert. Das ist auch schön bei dem Autohaus. Es ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt, sondern hier ist alles unkompliziert und ist sehr freundlich und familiär. Ich fühle mich hier wohl und deswegen war auch der ausschlaggebende Grund, warum wir hier dieses Auto auch gekauft haben. Also von mir dann nochmal Daumen hoch, gell? Klasse. Okay, dann sagen wir Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und mit diesem tollen Finalbild möchte ich das Video abschließen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen oben lassen.
könnt uns auch abonnieren. Wir werden demnächst auch, der SR hat gesagt, es kommt ein Bus raus. Den werden wir natürlich wieder versuchen, relativ früh im Markt dann auch zu testen für euch. Den bekomme ich dann auch wieder. Und abonniert den Kanal, dann werdet ihr immer wieder die Neuigkeiten. Wir werden auch ein, zwei Videos mit der Daniela machen, mit ihrem neuen Fahrzeug, wenn ich mal fahren darf. Also mindestens ein Ladevideo, weil es soll ja wohl schneller laden können. Ansonsten, Daniela. Ja, bin ich dann aber dabei. Ja, klar. Ja. Und in diesem Sinne, Blumenstrauß haben wir natürlich auch gekriegt. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.